Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkroko. Heute geht es um das langfristige Investieren, also nicht kurzfristig handeln, traden, sondern wirklich in solide Unternehmen oder ganz einfach breit aufgestellt in einen World ETF oder in den S&P 500. So, also langfristiges Investieren wird laut Statistik immer belohnt. Das schauen wir uns einfach mal an, wie sich das Ganze halt verhält. Also, wenn man in einen S&P 500 ETF investiert hätte oder würde, ist laut Statistik im ersten Jahr 97% Performance möglich, also das beste Szenario, und das schlechteste Szenario wäre minus 42%, dass man dann mit 42% minus herauskommt nach einem Jahr Investment in einen S&P 500 ETF, ganz einfach. Gibt's von iShares, gibt's von Vanguard, gibt's einige, ist ja egal, darum soll es nicht gehen. So, wenn man jetzt 5 Jahre investiert hat in diesen ETF, in diesem S&P 500, es geht jetzt nur um den, hat man nach 5 Jahren die Möglichkeit, das beste Szenario 30% an Rendite jährlich zu bekommen oder halt jährlich mit minus 7% herauszugehen. So, meistens ist es natürlich etwas in der Mitte. Das ist wirklich nur das schlechteste Szenario. Also das schlechteste Szenario wäre wirklich minus 7% jährlich in den 5 Jahren zu generieren und das beste Szenario ist wirklich plus 30% jährlich generiert zu haben nach 5 Jahren. So, wie gesagt, meistens ist es irgendwas dazwischen, wahrscheinlich plus 6-7% ist realistisch. So, dann nach 10 Jahren ist das Minus schon, wird immer kleiner, also hier ist die Wahrscheinlichkeit nur noch mit minus 3% jährlich herauszugehen und das beste Szenario ist auch dann natürlich weniger mit maximal 20% jährlich. So, nach 15 Jahren kann man schon sagen, laut Statistik kann man da gar nicht mehr mit Minus herauskommen. Zumindest in den letzten 15 Jahren war das so. Wenn man 15 Jahre investiert hatte, kontinuierlich 15 Jahre durchinvestiert war, dann konnte man am schlechtesten Szenario von ausgehen mit plus 4% jährlich und das Beste wäre ungefähr 20%. Also wir sehen hier, je länger man die Aktien bzw. den ETF hält, desto weniger Minus wird man einfahren. So, nach 20 Jahren ist das wenigste Minus plus 6% jährlich. Jährlich, 6% jährlich und maximal, also das beste Szenario war 18% jährlich, was man generiert hat in den letzten 20 Jahren. Und 25 Jahre, dann hat man schon Minimum 8% bekommen. Egal, wenn man investiert hat, also die letzten 25 Jahre, so im Schnitt, wenn man 25 Jahre mal betrachtet, also die letzten 100 Jahre, und man nimmt so 25 Jahre mal raus, egal wo man rauspackt, die 25 Jahre, da war immer das Schlechteste, war Minimum 8% jährlich, und das Beste, was da mal war, war ungefähr so 17%. Also im Schnitt, vermute ich mal, kann man da auch mit 10 oder 11% mit konservativ rechnen. Wenn man sich die letzten jetzt, lass mal weggeblendet, die letzten 20 Jahre, glaube ich, war das, hat der S&P, glaube ich, mit 11% jährlich abgeschlossen, durchschnittlich. So, also, je länger man investiert, desto unwahrscheinlicher ist, ein Minus zu generieren mit Aktien bzw. mit einem ETF auf den S&P 500. So, 25 Jahre wären Minimum 8% drin in den letzten 100 Jahre, 25 Jahre und maximal 17%. So, wenn man in den schlechtesten 25 Jahren in den S&P 500 investiert hätte, so hätte man in diesem Zeitraum dennoch 8% pro Jahr gemacht, was ich eben gesagt habe. So, und das finde ich natürlich so faszinierend und eigentlich ganz, ganz einfach, auch für die Rente, auch für die finanzielle Freiheit, egal wofür man das macht, wenn man das langfristig das Ganze halt betrachtet und macht, dann wird man auf jeden Fall belohnt. Zumindest war das in den letzten Jahren so. So, also langfristiges Investieren ist das A und O, das mache ich selber auch. Ich handle wirklich nur ganz, ganz wenig, also trade nur wenig mehr, also ja, ich sag mal, Optionen mache ich auch einige, aber hauptsächlich wirklich langfristiges Investieren, was ich schon seit Jahren ja auch mache. So, das war's. Also keine Angst vor Aktien, wenn auch mal schlechte Jahre dabei sind, 1, 2, 3 schlechte Jahre, wenn man sich das Ganze dann auf Jahre betrachtet, auf 10, 15, 20, 25, 30 Jahre später betrachtet, dann wird sich das eigentlich, diese schlechte Jahre, gar nicht mehr in den Fokus rücken können, weil einfach, es wird einfach geglättet quasi durch die guten Jahre. So, also, ich denke mal, das war's dann
für dieses Video. Einfach mal nachdenken, einfach überlegen, langfristig investieren, sich gute Unternehmen heraussuchen oder ganz, ganz einfach in einen ETF investieren und gut ist. So, keine Anlagenberatung, ganz, ganz wichtig, sondern es ist einfach nur meine persönliche Meinung. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und würde sagen, Daumen hoch, nicht vergessen, ganz, ganz wichtig. Und dann bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.